An alle Fans des Nexus 5 von 2013, ihr habt einen Grund, euch zu freuen, denn dieses Smartphone kriegt einen Nachfolger. Das Nexus 5X tritt in die Fußstapfen, die gigantischen Fußstapfen des Nexus 5. Das beliebteste Nexus-Handy bis heute. Denn die neuen Nexus-Geräte für 2015 sind angesagt und sehen verdammt gut aus. Fangen wir doch gleich mal an, was toll ist an dem Nexus 5X. Und da vorab würde ich erstmal sagen, gute Entscheidung Google, mit dem Snapdragon 808 zu gehen. Der ist ein performanter Prozessor, der aber nicht, der sehr viel Energie verschwendet und nicht sehr viel Hitze outputtet. Deswegen Props erstmal dafür, dass man einen energieeffizienten Prozessor verbaut. Zweitens, was mich besonders am Nexus 5 gestört hat, die Lautsprecher. Die Lautsprecher oder der Lautsprecher, also es gab nur einen Lautsprecher beim Nexus 5 und jetzt gibt es wieder einen Lautsprecher, was zwar schade ist, aber wo ist denn der? Bestimmt wieder hinten oder unten. Also, na, bestimmt irgendwie wieder was Blödes. Nee, eben nicht. Der ist vorne. Und ein Single-Lautsprecher, der nach vorne deutet, ist besser als ein Stereo-Lautsprecher nach außen, nach hinten oder was auch immer. Man sitzt vor seinem Gerät, wenn man es benutzt. Und es macht Sinn, vor seinem Gerät zu sitzen und die Lautsprecher nach vorne auszurichten. Wo sonst würde ich sitzen vor meinem Handy? Was würde das für einen Sinn machen? Ja, Hashtag Apple, Hashtag Samsung, Hashtag LG. Kriegt das mal richtig hin. Google und LG und Huawei und HTC und Motorola machen es vor. Nach vorne mit den Lautsprechern. Weiter geht's mit der Kamera. Und die ist, also ich weiß nicht, ob die gut wird, also ich denke mal, dass sie mindestens gut wird. Im schlechtesten Fall akzeptabel. Aber die vom Nexus 5 war inakzeptabel. Das war unter aller Sau, was da. Ja? Aber was wir dieses Jahr bekommen, 4K-Videoaufnahme, große Pixel, große Apparatur, Slow-Mo-Aufnahmen, das wird alles. Es wird echt eine feature-bepackte Kamera sein, eine schnelle Kamera zumindest, mit den großen Pixeln, der großen Apparatur. Darauf freue ich mich für dieses Jahr. Noch eine Sache, die mich freut, ist, dass sie nicht mit Quad HD gegangen sind, sondern mit Full HD. Der Unterschied ist kaum, ja, unterscheidbar. Aber die Batterielaufzeit, die fällt auf. Und das Nexus 6P hat eine große Batterie, 2700 mAh. Für die Größe ist das, ja, ist schon ordentlich. Ein dünnes Gerät ist es trotzdem. Also 2700 ist nicht besonders viel, aber das ist zum Beispiel mehr als das HTC One M8, was eine Top-Batterielaufzeit hatte. Und gepaart mit einem energieeffizienten Prozessor, der auch performant ist, mit einem Display, was hell ist, hochauflösend, aber nicht zu hochauflösend, denke ich, sollte das Nexus 5X relativ einfach durch den Tag kommen. Vielleicht sogar durch eineinhalb oder ein Viertel. Deswegen, ja, können wir von guter Batterielaufzeit ausgehen. Und alles in allem ist das Nexus 5X ein tolles Gerät. Aber was das Ganze noch abrundet, ist der wirklich, wirklich niedrige Preis für ein Top-Smartphone. Also, schauen wir uns mal die Konkurrenz an. Zum Beispiel Apple oder Samsung kosten beide doppelt so viel. Denn wir reden hier von einem 380-Euro-Gerät für die Baseline 16 und 430 € für die 32-Gig-Variante und ich würde jedem die 32-Gig-Variante empfehlen. 32 GB, 430 €. Man kriegt Front-Facing Speaker, Top-Display, gute Kamera, gute Batterielaufzeit und einfach das Gerät, was vor 2 Jahren einfach so der Hammer war, die neue Variante davon. Deswegen, ja, mache ich mal hier so ein Fazit. Das Nexus 5X wird ein solider Kauf sein. Nicht der beste Kauf, den ihr machen könnt im Moment, aber ein sehr, sehr, sehr solider und wahrscheinlich ein besserer als zum Beispiel, ja, ich sag's mal, das Moto X Style gerade, da die Batterielaufzeit von dem Ding okay ist, aber wahrscheinlich wird die vom Nexus 5X besser sein. Dann besserer Kauf als das OnePlus 2 auf jeden Fall. Also erstmal ist das sau schwer zu bekommen. Zweitens ist es nicht wirklich. Ja, ich mag die Einstellung von dem Gerät dieses Jahr nicht. Flagship Killer, mein Arsch, würde ich sagen, dieses Jahr. Also, letztes Jahr hat das besser geklappt mit dem OnePlus One. Deswegen, wenn jemand euch fragt, ob er sich für 400 € ein Smartphone kaufen kann oder 430 € ein Smartphone kaufen kann, 450 € so um den Dreh, dann empfiehlt dieser Person dann das Nexus 5X, denn es ist in dem Preispunkt gerade das relevanteste Smartphone, meiner Meinung nach.
Nexus, das Moto X Style für 500 Euro gerade auf Amazon. Ist dann doch nicht ganz so empfehlenswert, dass man dann doch noch die 50, 70 Euro mehr bezahlt für ein minimal besseres Gerät. Vielen Dank, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt und sagt mir, was ihr von dem Nexus 5X haltet, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video, Freunde. Tschüss.